Oh, es ist so heiß. Oh ja, ich schwitze total. Dieses Eis wird so gut. Ja, das ist jetzt voll die Abkühlung. Oh. Ich will mich am liebsten die ganze Zeit damit vollstopfen, ernsthaft. Ja, aber das geht ja auch nicht immer. Naja, wir könnten ins Schwimmbad gehen. Ja gut, aber da kann man auch nicht immer hingehen. Also ich meine, ist ja nicht immer in der Nähe. Hast du sonst eine Idee, wo man sich immer, also mal abkühlen könnte? Ja, ich glaube schon. Wir zeigen euch jetzt ein paar Orte, an denen man sich abkühlen kann, hier im Schatten des Mainzer Doms. Das ist natürlich der Klassiker, der Mainzer Dom. Wenn man Abkühlung braucht, dann kann man hierher kommen. Wenn draußen 30 Grad ist, ist da drin bestimmt unter 20 Grad. Und wenn man mal genug vom Alltag hat, kann man reingehen, sich abkühlen, mal kurz abschalten, innehalten. Und wer möchte, kann auch einfach mal beten. Das ist jetzt aber ein Geheimtipp von uns, der Kreuzgang. Hier ist es wunderschön schattig. Hier hat man mal eine ganz andere Perspektive auf den Dom. Und hier ist es vor allen Dingen recht kühl. Aber wenn man noch mehr Abkühlung braucht, dann kann man auch ins klimatisierte Dommuseum gehen. Kommt mal mit, wir zeigen euch was. Wir sind hier an der St. Ignazkirche. Und hier ganz unweit der Fußgängerzone, da drüben ist noch die Augustinerstraße, gibt es einen Trauerort für Menschen, die keine Gräber haben. Hier kann man mal zur Ruhe kommen und an sie denken. Genau, aber neben dem gibt es auch noch einen ganz tollen Ort. Da kann man sich einfach hinsetzen und die Seele baumeln lassen. Komm, wir gehen mal hin. Wie ihr seht, bei den meisten Kirchen gibt es nette kleine Plätze, schattige Plätzchen, wo man sich ausruhen kann, sich abkühlen kann, ein bisschen Ruhe finden kann. Und wo kühlt ihr euch ab?